auch in diesem Jahr feiert man im Fort Henry den Männertag. Alle sind gekommen, der Alkohol fließt. Die Stimmung ist angespannt. Und wieder einmal endet, was so gut angefangen hat, in einer handfesten Prügelei. Alles No-Show. Es wird einstudiert und geprobt. Sag mal, was macht ihr denn hier? Macht euch das Spaß? Also Spaß macht es mir auf jeden Fall. Deswegen, sonst wäre ich nicht hier, sage ich mal. Was ich mache, ich bin in dieser Truppe der Troublemakers quasi eigentlich mehr oder weniger derjenige, der mal tot ist, erschossen wird, verprügelt wird und hast du nicht gesehen, der im Dreck liegt. Das macht mir auch richtigen Spaß. Und ja, auf jeden Fall seit drei Jahren habe ich eigentlich so mehr oder weniger, sage ich mal, die Truppe irgendwo zusammengerufen, dass wir uns engagieren, sage ich mal. Und ich kümmere mich hauptsächlich, sage ich mal, mehr um diese Sachen, Effekte wie mit Zuckerglasflaschen oder mit Tischen, die zusammenfallen und hin und her und alles. Also für die Action mehr. Also der Bastelmann. Der Bastelmann auf Deutsch gesagt, genau. Hey, lass mich! Komm hier in Ruhe! Ja, dann haben wir es halt ganz einfach mal spontan zusammengefunden, haben ein, zwei Sachen mal durchprobiert, haben alle riesen Spaß dran gefunden, wie man es ja sieht. Und ja, seitdem sind wir eigentlich nur eine feste Instanz, sage ich jetzt mal, so von 9 Leuten. Wir haben dann immer mal noch so Gastspielerrollen wie unseren Undertaker oder den seinen debilen Gehilfen. Ich bin mehr oder weniger der Planer, sage ich jetzt mal. Also ich versuche mal alles irgendwie alle unter einen Hut zu kriegen. Versuche Öffentlichkeitsarbeiten, sprich ein paar Videos mal zusammenschneiden, unsere Internetseite pflegen und Facebook-Seite pflegen und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, ja, Spaß macht immer. Was ich hier in der Truppe mache, das Pyrotechnische, kommt daher, weil ich der Einzige bin, der einen Waffenschein hat. Ich habe einen Pulverschein. Ich bin der Einzige, der legal an diese ganzen Sprengsachen rankommt und entsprechend sich damit beschäftigt hat, das auch zu verwenden und zu arbeiten. Man braucht nur mal gewisse Effekte, so kleine Einschlagsimitationen, sowas muss schon mal sein. Da sind nicht die bierernsten Hobbyisten, wie es viele sind, die ganz authentisch sein wollen. Wir machen so ein bisschen die Bud Spencer-Schiene, so ein bisschen mit Klamauk und Action eben halt. Das, was die Leute halt sehen wollen in dem Sinne. Klischees. Klischees. Einfach Klischees bedienen. Die typischen Western-Klischees. Rauchen macht dünn. Ab in die Knast, bitte, Mann. Das dachte ich euch früher. Ab hier, ab jetzt. Ab hier. Ich muss jetzt ab.
my chair. I tell you all my troubles on the old chiffon tray. Come and tie, yippee, yippee, yippee. Come and tie, yippee, yippee. One $18 horse and a $40 saddle. I started out the pensions as long as I wanted cattle. Come and tie, yippee, yippee, yippee. Come and tie, yippee, yippee. Ja, ihr findet uns unter www.der.com.dort. Punkt. Hobbyisten-Troublemakers.jimdo.com. Jetzt haben wir's.